So, nun geht's hier weiter. Vielleicht das Falsche gemacht. Mir wurde gesagt, dass ich das hier anscheinend nicht richtig überprüft habe. Wenn man anscheinend den richtigen Winkel oder so haben muss. Ah. Schlüsselimitation. Rüstungsschlüssel. Kann ich den... Also zum Öffnen kann ich den bestimmt nicht benutzen, aber ich kann ihn bestimmt zum Austauschen benutzen. Kann ich den dann auch noch mal besser überprüfen? Anscheinend nicht. Nun gut. Dann weiß ich ungefähr, wohin ich muss. Ich muss nur den Ort finden, wo das war. Obergeschoss, bla. Das muss da gewesen sein. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ich würde mal da lang sagen. Und dann nach oben und so. Also ist das wahrscheinlich da oben auch ein Rüstungsschlüssel, würde ich mal sagen. Ich weiß zwar nicht mehr, welche Türen alle Rüstung hatten, aber gut. Das werde ich ja dann sehen. Sind ja noch ein paar Türen, die es gibt. Ja. Die Tür hier. Dann bis zum Ende, dann die Treppe da hoch. Wenn ich jetzt nicht falsch liege mit meinem Wissen. Ja, das war jetzt mein. So, da lang. Da. Hier. Oh, hi. Uah, ich hätte verbrennen sollen. Wow. Ah. Ach, und die Dings habe ich, könnte ich jetzt auch noch mitnehmen, die Shotgun, fällt mir ein. Ah, okay, also ich sollte schon mal öfter Leichen noch verbrennen. Das steht jetzt fest. Eindeutig. Ein eindeutig. Zumindest die, die ich nicht selbst zugefügt habe, die Leichen. Die sollte ich verbrennen. Vielleicht steht die auch nur auf, wenn ich den Schlüssel entdeckt habe. Das wäre eine vage Theorie, aber man kann es ja mal probieren. Weil erstmal hole ich die Shotgun. Die habe ich ganz ver... Bevor ich die Bier erst holen will, wenn ich ein volles Inventar habe. Die muss ja hier hinten in diesem roten Raum da sein. Wo ich schon einmal drin war und dachte, oh, was war denn hier? Oh, die Shotgun. Vielleicht sollte ich aber vorher auch noch Gewehrmunition mitnehmen. Aber ein bisschen muss sie ja haben, oder? Naja, wir werden sehen. Du. Das ist nur so ein ewig langer Weg. So. Jetzt einmal hier außen rum. Und dann... Ja? Zack, die Tür. Wenn ich... Und dann noch die Tür und dann müsste ich richtig liegen. Hoffe ich. Hoffe ich. Hier muss sie doch gewesen sein. Ach, oder Gewehr. So.
Verdammt, ich hab das kaputte Gewehr nicht mit. Ahaha, das ist nicht gut. Weil das hat eine Falle ausgelöst, eindeutig. Ja? Aha, die Tür lässt sich nicht öffnen. Da kann ich wieder reingehen. Okay. Die Tür ist blockiert. Die Tür ist blockiert. Hier scheint irgendwas gebrannt zu haben. Und nun? Ach. Ich ahne, dass ich das wieder ablegen muss. Dann könnte ich da wieder rein. Ja. Mich interessiert aber die Todesszene. Irgendwie. Laufe ich zwar nochmal den ganzen Weg, aber hey. Schneller! Ich möchte sterben! Einfach aus Prinzip. Vielleicht kommt da ja was Besonderes. So eine Millimeter große Jill ist doch bestimmt toll. What? Ich dachte, ich sehe mehr. Ja, Fortschritt vor Gewinn. Ja, besiegen Sie, ja, überleben Sie. Nee, 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 nee. Bevor ich jetzt wieder diesen ewig langen Weg gehe, müsste ja eh erstmal irgendwas ablegen, den Edelstein, das würde schon gehen. Gucke ich jetzt nochmal oben bei der Leiche nach. Ob das nur geht, wenn der nur passiert, wenn der Schlüssel gedreht wurde? Wenn ja, dann verbrenne ich sie. Wäre interessant. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird. Aber nun gut. So. Da lang. Da. Okay. Nein. Wow. Ich habe zwar jetzt wieder einen Dolch weniger, aber ich kann hier mal so ein Kraut mitnehmen und das gleich verwenden. Und schon bin ich gesund. Also ich glaube, Zombies, die man einmal getötet hat, sind tot, aber ich würde mich da nicht festlegen. Achso, erstmal muss ich den nochmal prüfen. So. Gut. Das sollte hoffentlich hiermit klappen. Ansonsten. Ja. Mitnehmen. Ja, ja. Ist okay, ist okay. Ach so. Ach, da steht sogar mit Symbol.
verwenden. Tadam. Kommt das Ding trotzdem noch auf mich zu? Nein. Dann könnte man jetzt zum Gewehr und das holen. Ich muss mal mit der Karte. Nee, das war da. Da lang muss ich wieder. Gut. Die Leiche habe ich selbst zugefügt. Die Tür. Ich kann jetzt zwar ein paar neue Türen aufmachen, aber ich möchte erstmal das Gewehr holen. Bevor ich das verpenne. Außerdem weiß ich dann auf jeden Fall, dass ich ein bisschen besseren Schutz habe unter Umständen. Man kann doch auch oben dahin, stimmt's? Wenn die Treppe, nimmt sich jetzt nicht so viel, aber ich komme an dem Inventarraum vorbei und muss nicht den Umweg gehen. Den langen Gang und die erste Tür. Da hinten dann. Ach so, hier ist auch noch dieses Klappending. Wo ich momentan noch keine Ahnung habe, wofür ich das verwenden muss, aber den Ort werde ich bestimmt noch finden. So, jetzt die Treppe runter, ja. Gut. Moment. Die habe ich hundertprozentig nicht selbst verwendet. Selbst zugefügt, deswegen anzünden. Das ist mir zu hohes Risiko. Was steht da? Ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie sich, falls Sie in einen Schlamassel geraten. Barry. Das war vorher da nicht, oder? Oder habe ich jetzt einfach nur... Nein, das hatte ich vorher nicht. Mitnehmen. Das ist irgendwie Heilspray, würde ich sagen. Und das ist hier dieses Säure... Ach ne, Brandsätze sogar. Oh. Aber die packe ich auch hier mit rein. Die könnte später nützlicher sein. Genauso wie den. Solange ich noch nicht weiß, was ich damit anrichten kann. Ja, das packe ich auch da gleich rein mit. Oder steckt sich das? Nein, ich wollte das andere da noch aufnehmen. Danke. Nee, es steckt sich nicht. Hätte mich auch gewundert. Von der Logik her habe ich schon erwartet, dass es, nicht steckt. Und das tauschen wir durch das da aus. So, dann füllen wir ein bisschen auf. Es ist nur noch wenig Kerosin. Ah, okay. Gut. Dann holen wir jetzt das Gewehr. Falsche Taste. Unten. Rechts. Sie können nicht durchgehen. Sie ist kaputt. Ich muss jetzt wirklich außen... Es ist unnötig. Das ist richtig unnötig. Aber gut, das machen wir in diesem Part noch.
Mann, oh Mann. Aber ich glaube, von der anderen Seite kam ich auf jeden Fall durch die Tür. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also nach unten und den langen Weg. Und da lang. Auf jeden Fall haben wir jetzt drei Erste-Hilfe-Sprays, die mich bestimmt voll heilen. Ich bin mir nicht sicher, aber... Hä? Ah ja, doch. Doch, hier bin ich richtig. Ich war nur gerade verwirrt. Ich frag mich nur, an welcher Stelle man von Barry gerettet werden soll. Vor allem muss er ja urplötzlich neben einem auftauchen oder so ungefähr. Weil es gibt eine Achievement. Das ist das Einzige, was ich so gerade auf Anhieb noch weiß, dass es das gibt. Holy shit. Das war dumm. Geh sterben. Geh sterben. Nimm den Dolch. So, die fackeln wir jetzt alle ab. Das gibt, ich weiß nicht, dass es eine Schiefen gibt, wenn man zwei gleichzeitig. Und da habe ich es auch. Gut. Das gefällt mir aber nicht. Ich habe nur einen Dolch. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mit dem einen Dolch. So, ja, das nehmen wir mit. Nein. Ich dachte, es wird automatisch das kaputte. So. Schon haben wir die Falle deaktiviert. Und haben ein Gewehr. So. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste, wenn ich auf die Karte möchte. Was war mit der Tür da hinten, die blau angezeigt wird? Die war ganz am Ende des Gangs, stimmt's ja. Ach, ich habe noch nicht mal die dritte damit angezündet. Was war denn da? Ach, hier war der Hund. Oder die Hunde. Okay. Ich habe mich nur das nur gerade gefragt, weil es mir auf der Karte überhaupt nicht bekannt vorkam. So. Da ist eine rote Tür dann. Vielleicht ist es das Rüstungssymbol, das werde ich überprüfen. Und danach werde ich dann, wenn der Raum nicht irgendwie aufgeht, speichern.
Das Wappen des Spencers ist in der Tür, im Türgriff. Was? Der Spencer. Aha. Keine Ahnung. Weil so rum geht das mit der Tür auf jeden Fall, das weiß ich. Von der anderen Seite ist sie kaputt. Yay. Na gut, dann gehen wir in den Speicherraum. Ein bisschen Kerosin ist noch da. Ja. Okay, das hat genau noch für eine Füllung Dings gereicht. Gut. Habe ich irgendwas, was ich ablegen muss? Nö. Gut. Ein bisschen haben wir aber geschafft, also kann ich ruhig speichern. Vor allem haben wir so ein paar Zombies getötet, vor allem diesen einen, der mich so halb penetriert hätte. Gut, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ich bin MK, Indiana Jones.